Herzlich willkommen zurück in Fabriksimulator Satisfactory zusammen mit Otsch. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir wollen ja heute unsere Fabrik ausbauen. Und zwar habe ich hier schon angefangen, die ersten Bodenplatten zu setzen. Und ja, da bauen wir heute weiter und werden hier die erste Fabrik erstellen. Und dann natürlich auch... So, Artikel leiser machen. So. Die ersten Automatisierungen vornehmen. Ja? Wir haben ja jetzt schon angefangen, ein bisschen was zu automatisieren. So, und heute geht's dann weiter. Bauen wir dann die nächsten auf. Huch, oder? Wo hab ich denn hingepackt? Keine Ahnung. Zack. Bauen wir natürlich die nächsten auf und wir schicken natürlich wieder einen Pott in den Himmel. So, der baut aktuell nichts weiter ab. Das heißt, dann kann ich eigentlich hier, zack, abmachen. Der kann die Reste noch produzieren. Der macht ja auch nichts mehr. Deswegen kann ich den ja gleich mit nach vorne nehmen. So. Wir bauen als erstes mal... Gucken, was jetzt hier noch drin ist. Der ist auch fertig. Den können wir also auch abbauen. Sehr gut. Wir müssen, glaube ich, sogar auf die nächste Station upgraden, weil wir nämlich die Splitter brauchen. Meilenstein. Ne, den haben wir sogar schon freigeschaltet. Alles klar. Feldforschung, hauen wir das Ding mal rein. Werden wir dann als nächstes ausbauen. Aber vorher hauen wir hier unsere Produktion hin. So, und die sieht folgendermaßen aus. Wir werden jetzt hier hinten Eisen rausholen. Das verbasteln wir in einen Lagercontainer. So, Achtung, da, zack, da kommt er hin. Da läuft das Eisen rein und von ihr aus werden dann die Schmelzen betrieben und die Schmelzen machen dann, geben denen dann sozusagen Output. Wir haben ja jetzt rausgefunden, dass eine von diesen Schmelzen hier 30 Teile pro Minute auswirft und der hier 30 Teile pro Minute braucht, um Eisenplatten herzustellen. Ja, das heißt, ich müsste genügend von den Schmelzen bauen, um da die alle mit zu versorgen, um mehrere damit zu versorgen. Sprachfehler. Gut. Dann werden wir das mal tun. Zack. Hau ich gleich mal hier vorne ran. So, da kann ich ruhig hier. So. Ruhig schön weit vorne. Noch eine Schmelze. Falsch rum natürlich gebaut. Perfekt. So gehört sich das. Willkommen im Chaos. Hier sind die Chaotenbrüder. So. Aber dann legen wir gleich mal auf die 6. Zack. Dann kann ich hier nämlich gleich so bauen. Natürlich andersrum, ja. Das wäre das Optimum. So. Noch ein. Es fehlt an Ressourcen, habe ich gerade gesehen. Gehen wir kurz hier vor. Ich brauche auf jeden Fall noch Stangen, wie ihr gerade gesehen habt. Ohne die kann ich nämlich hier nicht weiterarbeiten. Zack. So, wird noch Stangen produziert. Und... dann hauen wir hier die nächste Schmelze noch hin. Theoretisch bräuchte ich daneben noch eine. Aber die Fabrik kann ja auch wachsen. Ja? Muss ja auch wachsen. Richtig? So, dann hauen wir hier als Logistik Förderband Splitter rein. Den Splitter können wir das sozusagen aufteilen. So, zack. Warte, jetzt müssen wir gucken. Da, es wird nämlich mal ausgerichtet. Zack. Und Chuck. Perfekt. So, von dort aus geht's da rein. Von dort aus geht's da rein. Darüber. Da rein. Darüber. So, und hier kommen wir dann nämlich noch ein. Oh, hier fehlt noch eins. Und natürlich da rein. Oh, mir läuft die super. Bei uns sind halt hier gefühlt 8 Millionen Grad. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es bei euch ist. Aktuelles Wetter. Aber bei uns sind es hier mitten schön im Ende Juni gefühlt 2 Millionen Grad. So, Achtung, jetzt hauen wir den hier raus und ziehen von hier erstmal nur mal provisorisch, das machen wir später dann noch alles richtig. Nicht genügend Freiraum, ist nicht gut. Ja, können wir so ein bisschen drehen, genau, zack. Jawohl. So, da geht rein, da geht raus, perfekt. Das nehmen wir jetzt ab. Das nehmen wir jetzt auch ab hier.
Gut. Dann haben wir ja schon fast die erste Produktionsanlage fertiggestellt. Zumindest produzieren wir jetzt erstmal... Ups, hoppala. Da ging der Strom weg nach hinten. Das müssen wir danach bessern. Das machen wir anders. Machen wir erstmal hier eins hin. So. Von hier aus geht es jetzt wieder nach hinten. Weil hier hinten hat er jetzt mein Betonwerk gar keinen Strom mehr. Zack. Das wäre natürlich kontra. Also müssen wir mal gucken, ob hier noch genug Strom produziert wird. Ja, wir haben ja jetzt die Biomassebrenner. Jo, ist noch 130 drin. Hier ist auch noch 130 drin. Sehr gut. Das läuft da rein. Läuft. Läuft. So, hier stellen wir mal noch einen da davor. Und von diesen aus verteilen wir jetzt den Strom an den. An den. Und an den. So. Sieht gut aus, oder? Oder? Kann man doch schon mal hier mal ein Foto machen. Warte mal, dann muss ich erstmal das hier rausnehmen. Zack. So, dann machen wir ein schönes Foto. Ja, fürs Thumbnail. Zack. Perfekt. So läuft das. Hehe. Gut, dann habe ich jetzt hier den Output. Den Output könnte ich dann auch wieder hier hinstellen und von dort aus dann in die nächsten Maschinen rein. Wobei ich den erstmal sammeln würde. Den machen wir auch wieder Output sammeln. Das heißt auch wieder Lagercontainer. Da fehlt schon Stangen, sehe ich gerade. Okay, macht aber nichts. Oh, der war eh voll. Na nur gut. Zack. Zack. Produzieren wir noch ein paar Stangen. Platten habe ich ja jetzt wahrscheinlich genug. So, machen wir mal hier 50 Stangen. Zack. Jetzt hier ein Output hin. Ich überlege gerade, ob ich den Output so stelle. Ne, ich stelle ihn so rum hin. Gucken, dass ich hier noch ein bisschen Platz dazwischen habe. So. Und jetzt kommen hier diese, die werden wir bestimmt später auch öfter brauchen. Deswegen legen wir uns die gleich mal auf der 8 und auf dem 9. Die Dinger hin. So, auf der 8 habe ich den Fusionator. Fusionator. Und hier nochmal ein Fusionator. Habe ich eigentlich schon. Habe ich heute schon mal Fusionator gesagt? So, hier nochmal. Hier die Verbindung schaffen. Hier und nach dorthin verbinden. Und jetzt läuft es schön durch. Jetzt haben wir schon die erste Produktion, die hier dann weitergehen kann. So, wobei aktuell aber vielleicht sinnvoller wäre, die kann ich ja später dann noch abgreifen. Wenn wir hier gleich die Konstruktoren ransetzen, da brauche ich dann die schweren Platten. Die muss ich dann natürlich auch noch nachproduzieren, ja. So, aber aktuell könnte ich ja jetzt hier einfach das Ding so dran knallen, weißt du? Theoretisch müsste das gehen. Ah, da fehlt es an Kabeln, sehe ich gerade. Gut, das macht aber nichts. Rennen wir nochmal kurz zurück und hauen nochmal ein paar Kabel rein. So. Und schon kann ich noch eine Produktionsanlage bauen. Dann habe ich jetzt eine für die Platten und eine für die Rohre, für die Stangen. Weißt du? Und der andere Rest wird da drin erstmal. Ah, Mist, das war ein Fusionator, das war Blödsinn. Ah, ich habe Blödsinn gemacht. Ist ja ein Fusionator, der sammelt ja nur ein, weißt du? Da muss ich tatsächlich anders bauen. Das heißt, hier muss ich ein bisschen Platz lassen. Aber da kann ich hier eigentlich schon die erste Dings hinbauen. Kann ich das da vorne nämlich gleich wieder mitverwenden, weil wir müssen ja dann noch Schrauben produzieren. Ja, ein bisschen Platz. Reicht das? Müsste reichen. Ich baue gerade sehr, sehr eng. Ist eigentlich nicht so praktisch.
Ah ja, kann ich ja mit dem Fusionator dann wieder, mit dem Dings dann wieder was rausnehmen. Ah, okay. Also jetzt Beton wird benötigt. Kein Problem. Haben wir noch genug am Start. Am Schlüssel. Zack. Und zack, zack. So, und dann machen wir jetzt hier ein... nicht Fusionator, ein Splitter, der da den Input hat und dort den Output. Das ist halt alles ein bisschen, ja, eng. Aber ihr wisst ja, eng ist ein dehnbarer Begriff, ne? So, zack. Können wir hier mal hochklettern, die Verbindung zwischen den beiden noch schaffen. Ne, das da. Okay. Okay. Wo ist dein Problem? Warum willst du nicht machen? So, dann produzieren wir jetzt hier Stange. Und hier produzieren wir jetzt Eisenplatte. So, jetzt brauchen die zwei noch Strom. Da ja hier nichts dazwischen kommt, kann ich das so hinstellen. So, und jetzt produzieren die, nehme ich von hinten her. Ne, da fehlt noch was. Verbindung muss ich noch schaffen. Die habe ich noch nicht gebaut. Jawohl, jetzt muss es losgehen. Achtung. Und Produktion läuft an. Perfekto. Gut, dann kann ich jetzt hier wieder ein Splitter machen. Das ist die 9. Und einer fängt dann sozusagen die Rohre auf, die da rauskommen. Warte, da kommt es raus. Zack, da soll es hin. Das richtig? Ja, genau. So. Auch hier wieder. Ziemlich nah rangebaut. So. Da läuft es erstmal rein. Hier kommt jetzt noch ein Container dran, der die Platten auffängt. So, hier kommt ein Container ran, der die Schrauben auffängt, die wir gleich weiter produzieren werden. Ja, noch ein bisschen rüber, so, zack, müssen wir dem bloß noch sagen, dass er das machen soll. Dann nehmen wir das hier mal raus, Rezepte, Schraube, jetzt zieht er nämlich auch das Zeug raus. Und hier kommt ein Container hin, der... Stangen aufhängt. Und schon habe ich eine riesen Produktion gemacht. Einmal für das, einmal für das, einmal für das. Ha? So einfach ist das. So. Zack. Na, so sieht das gut aus. Läuft jetzt da eine Stange rein, läuft da eine Stange rein und hier läuft dann das Zeugs raus. Hier läuft das Zeugs raus. Zack. Kann ich das sogar nochmal miteinander dann verbinden. Jetzt nicht gerade gebaut, das kann man nochmal verändern. Das muss ich auch nochmal verändern, das geht so gar nicht. Das geht mal gar nicht. Geht mal einfach mal gar nicht. So, zack. Input-Output am Start. Input-Output drin. Sehr gut. Works. Platte. Das. Das. Hehe. So, hier könnte ich jetzt auch zwischenzeitlich mal, weil ich es ja aktuell nur hier benötige, das da fertig machen. Gut. Und? Was sagt er? Schöne Produktionsanlage schon, ne? Guck mal. Was wir jetzt hier gebaut haben, ist noch relativ simpel, ja. Also ich habe schon viel komplexere Dinge gesehen. Aber so ist da nun mal der Anfang von dem Spiel. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Auch gerne ein Abo, wenn ihr nichts verpassen wollt. Schaltet einfach das nächste Mal wieder ein. Upload-Tage sind bei mir immer der Dienstag, der Sonntag und der... Nee, der Samstag, der Dienstag und der Donnerstag. Ja, da gibt es immer neue Folgen zu Satisfactory. Schaltet einfach wieder ein. Schreibt gerne einen Kommentar, wenn ihr sagt, ich kann was effizienter oder besser bauen. Schreibt es mir, ich schaue es mir gerne an. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Ciao, ciao.